Herzlich willkommen zu den langsam gesprochenen Nachrichten. Das Thema heute ist der Nazi-Zug in Polen. Wie immer starten wir mit der Wortschatzdatenbank. Etwas melden heißt Behörden die offizielle Seite informieren. Der Fund, das Nomen von finden, ich finde etwas. Hier ist es dieser Zug. Verschwunden ist ein Adjektiv oder das Partizip 2 von verschwinden, nicht mehr da sein, weg sein. Nach Angaben des Kulturministers, nach Angaben heißt also, wie dieser Minister sagt, laut diesem Minister. Georadaraufnahmen deuten darauf hin, dass, das ist ein Radarbild, darauf hindeuten, das heißt zeigen das. Also durch diese Radaraufnahmen denkt man das. Gepanzert, das heißt, dass dieser Zug hier gepanzert ist. Man kann nicht so leicht darauf schießen. Und das kommt von dem Nomen Panzer, weil dieser Panzer natürlich gepanzert ist. Geheim, das Adjektiv zu Geheimnis, also etwas, das niemand kennt, das niemand weiß. Er vermied es von vermeiden, etwas versuchen nicht zu machen. Unterirdische Stollen, das sind Tunnelsysteme oder Tunnel unter der Erde. Also das ist die Erde und hier ist unterirdisch. Geschützt vor Luftangriffen der Alliierten. Luftangriffe, das sind also Angriffe, Attacken von einem Flugzeug. Geschützt heißt, also die Idee ist, dass man in diesen Stollen geschützt war. Also man musste diese Luftangriffe nicht fürchten. Der Alliierten, das war im Zweiten Weltkrieg unter anderem England, Frankreich, die USA, Sowjetunion und China. Die Mine, das ist hier jetzt etwas, wo man darauf tritt mit dem Fuß und das explodiert. Die Wertsachen, ein Kompositum aus Wert und Sache, das sind also Gegenstände, Dinge, die wichtig, wertvoll sind, die viel Geld kosten. So, noch drei Punkte, dann kommt der Text. Bevor sie, das sind hier die Juden, in die Todeslager oder zur Zwangsarbeit deportiert wurden. Todeslager, also Lager, in denen sie getötet, ermordet wurden, Zwangsarbeit, also sie wurden gezwungen, sie mussten arbeiten. Und hier seht ihr ein Bild von so einem Konzentrations- und auch Todeslager Auschwitz. Es muss alles unternommen werden, also man muss alles machen, um zu. Man möchte etwas erreichen, ein Ziel haben. Das Opfer ist hier in dem Fall, ja, die Juden waren die Opfer der Nazis. Man ist Opfer von einem Verbrechen. So, das waren die Wörter. Jetzt starten wir mit dem Text. Nazi-Zug in Polen gefunden. Vor mehr als einer Woche hatten ein Deutscher und ein Pole den Fund eines 1945 verschwundenen Nazi-Zugs in Niederschlesien gemeldet. Nach Angaben des polnischen Vizekulturministers deuten Georadaraufnahmen darauf hin, dass es sich tatsächlich um den gepanzerten Zug handelt. Unklar ist allerdings weiter, was er geladen hat. Der Ort bleibt geheim, sagt Vizebürgermeister von Walbrzych am Mittwoch. Er vermied es, von einem Zug zu sprechen und benutzte stattdessen das Wort Fund. In der Nähe von Walbrzych gibt es eine ganze Reihe unterirdischer Stollen, die die Nazis unter dem Codenamen Riese hatten bauen lassen.
Geschützt vor Luftangriffen der Alliierten sollten dort ursprünglich Waffen produziert werden. Ein Teil der Stollen ist heute für Touristen offen. Das Tunnelsystem zieht aber auch viele Schatzsucher an. Der Bürgermeister stellte klar, dass der Fund unabhängig von seinem Wert dem polnischen Staat gehöre. Inzwischen reisen viele Touristen nach Wałbrzych. Doch die Behörden warnen die Schatzsucher. In dem Gebiet gibt es viele Minen. Inzwischen reagierte auch der Jüdische Weltkongress auf den Fund. Wie Geschäftsführer Robert Singer sagte, müssten alle Wertsachen, die man im Zug finde, an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Sollten Gegenstände gefunden werden, welche Juden gestohlen wurden, bevor sie in die Todeslager oder zur Zwangsarbeit deportiert wurden, muss alles unternommen werden, um sie den Opfern bzw. ihren Erben zurückzugeben. Und wer jetzt mehr noch lesen möchte, hier gibt es noch viele Artikel. Wie immer, ich sage euch Dankeschön, schreibt mir unter das Video, sagt mir, welches Thema wünscht ihr euch für nächste Woche. Ich sage Danke und Tschüss.